Ja, und das sind natürlich erschreckende Zahlen, weil die Menschen keine Vorstellung haben, wie viel das eigentlich ist. Dazu möchte ich eines sagen. Dabei handelt es sich hier bei diesen 2, fast 4 Billionen, das sind 2.400 Milliarden Euro, dabei handelt es sich um die expliziten Schulden. Das sind nicht die gesamten Schulden, die hier dargestellt werden, sondern die, die man bewerten kann. Es geht noch weiter um die sogenannten impliziten Schulden, die sich zum Beispiel ergeben alleine durch die Beamten. Das heißt, wir haben noch unglaublich viele Verbindlichkeiten gegenüber Beamte, die jetzt noch und öffentlich Bedienstete, die jetzt noch im Dienst sind und in den nächsten Jahren irgendwann in die Rente kommen und dann entsprechend ihre Altersversorgung beziehen. Würde man diese Summen, wie das ein Betrieb zum Beispiel in Deutschland machen muss, eine GmbH oder eine AG, die muss Rückstellungen bilden dafür. Das muss der Staat nicht. Das heißt, in diese Bewertungen würde jede GmbH letztendlich auch die zu erwartenden betrieblichen Altersversorgungen mit einstellen müssen, die die Schuldenquote des Unternehmens massiv hochhalten. Würde man diese Schulden bei dem Staat genau wie bei einer betriebswirtschaftlichen Bewertung genauso regeln, dann liegen die Staaten nicht zusammenzucken bei über 8 Billionen Euro und nicht bei 2,4 Billionen. Aber alleine die expliziten Schulden steigen jetzt ins Unermessliche, das muss man einfach ganz klar sagen. Und wenn jetzt auch noch die Zinsen entsprechend steigen, und die steigen ja im Moment, dann wird natürlich die Bedienung dieser Schulden immer größer und wir können davon ausgehen, dass 20% der gesamten Wertschöpfung alleine nur für die Zinsen des Geldes ausgegeben werden, das bereits schon in den letzten Jahrzehnten ausgegeben wurde. Und das ist eine Katastrophe. Also hier heißt es auch in dem Artikel, berücksichtigt werden nur Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich, also etwa auch Banken oder private Unternehmen im In- und Ausland. Und hier werden Experten zitiert, die in diesen wachsenden Verbindlichkeiten angesichts der höheren Kreditkosten Probleme sehen. Also zum Beispiel ING-Chefvolkswirt Carsten Breschke wird zitiert mit den Worten: Die Schuldenlast führt bei den gestiegenen Zinsen dazu, dass Zinszahlungen im jährlichen Haushalt einen immer größeren Anteil einnehmen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Und damit das Geld fehlt für sinnvolle Ausgaben oder Investitionen. Und die Schuldenquote in Deutschland sei zwar verglichen mit anderen Euro-Staaten noch geringer, also wir können es uns noch leisten, sagt er. Allerdings ist der Anstieg ein deutliches Zeichen, dass auch Sondervermögen eben kein Vermögen ist, sondern ganz einfach zusätzliche Schulden. Also ich will da mal ein Datum nennen. In ganz Europa ist die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftskraft ungefähr 420% im Durchschnitt. Das heißt, pro Euro, der wirtschaftlich in irgendeiner Form den Besitzer wechselt, also das sind die Vorgänge, die man Wirtschaft nennen, stehen 4,20 € Schulden. Das ist eine hoffnungslose Überschuldung. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass jetzt der Zinssatz, und Zinsen sind ja die Leihgebühren für das Geld, das man sich leiht, und die müssen jetzt von diesem einen Euro auch noch mitfinanziert werden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie fragil das System ist, an welchem dünnen Faden die gesamte Wirtschaft gerade hängt. Ja, und die Länder stehen, also er sagt, also er spricht davon, dass dieses neu gegründete Sondervermögen beispielsweise für die Bundeswehr mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 100 Milliarden Euro ausgestattet wurde, die im Jahr 2022 noch nicht in Anspruch genommen wurde. Die Länder stehen mit 606,8 Milliarden Euro in der Kreide. Das soll ein bisschen weniger sein als zum Jahresende 2021. Aber die Verbindlichkeiten der Kommunen, die sind gewachsen um 4,4% auf 140 Milliarden Euro, vor allem in Sachsen und in Bayern und in Baden-Württemberg. Hier heißt es noch, dass die Sozialversicherung einen Schuldenstand in Höhe von 36 Millionen Euro ausgewiesen hat,
was auch einem Rückgang entspricht um 8 Millionen. Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass in den Kommunen die Bürger wohnen, in den Gemeinden, in den Landkreisen die Bürger. Also werden die Bundesschulden, werden die gesamten Orgien der Unterstützung anderer Länder mit Geld, das man gar nicht hat, nämlich Schulden, die man aufnimmt, um es dann anderen Ländern zu geben, um sie zu unterstützen. Dass dann letztendlich diese Schulden, linke Tasche, rechte Tasche, verschoben werden in die kleinsten Einheiten und die Kommunen ächzen dann darunter. Und dann haben wir solche Phänomene, dass man Bürger aus ihren Wohnungen rausschmeißt, um eine Politik der Migration. Es geht nicht um Flüchtlingspolitik, es geht um eine Migrationspolitik. Das ist viel zu wenig unterschieden. Das wird alles pauschal so im Bausch und Bogen als ein Begriff Flüchtlinge. Und es ist eben halt diese Situation, dass dann die Menschen natürlich in den Kommunen aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, damit die Neuankömmlinge dann eine Wohnung haben. Und das führt natürlich übrigens zu Aggression gegenüber den Neuankömmlingen. Und das ist die falsche Adresse. Denn die Menschen, die hierher gekommen sind, sind ebenfalls Existenzen, die in einer dramatischen Verwerfung in ihrem Leben stehen. Man hat sie weggelockt, man hat im Prinzip diese Agenda auch an der anderen Seite der Erde volllaufen lassen, um sie zu motivieren, das Land zu verlassen, um ihnen da etwas zu versprechen, was nicht gehalten werden kann, um dann eben halt dieses Aggressionspotenzial noch weiter zu steigern weltweit. Und das ist für mich die Agenda des Chaos, welches wirklich eindeutig abzuleiten ist, nach meiner Meinung, bevor du das jetzt nochmal berücksichtigst. Ja, ja, deine Meinung ganz genau. Du bist ja schon ganz vorsichtig geworden, Andreas. Ja, ja, ich muss ja, ich weiß ja, ich darf ja nur Meinungen sagen, ganz klar. Es sind keine Fakten, sondern nur Meinungen. Du, wenn es mal Fakten sind, dann weisen wir das ja auch aus. Ja, ich weiß ja da gar nichts aus. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die haben heute von einem Rekordhoch geschrieben, auf das jene deutsche Staatsschulden jetzt gestiegen sind. Man nennt das ja den Kampf gegen Corona, gegen die Energiekrise, gegen den Krieg. Also Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Sozialversicherungen einschließlich aller extra Haushalte standen Ende 2022, das muss man in Worte fassen, mit 2.367,3 Milliarden Euro in der Kreide. So das Statistische Bundesamt heute.